Ich möchte mich heute Abend bedanken. Ich möchte mich bedanken bei einer Mannschaft, die großartig ist. Wir haben hier Burschen, die hinter mir stehen, die, ich glaube, jeden Applaus verdienen, den wir ihnen zuteilwerden lassen können, weil wir haben eine Saison erlebt. Wir haben eine tolle Saison erlebt. Wir sind mit 10 Punkten Vorsprung deutscher Meister geworden und auch heute, auch wenn es knapp war, wenn man Elfmeterschießen gewinnt, dann hat man natürlich auch ein bisschen Glück auf seiner Seite. Und ich möchte auch dem Gegner Respekt zollen. Die haben uns heute viel abverlangt, haben auch eine großartige Saison gespielt, aber am Ende des Tages war unsere Mannschaft eben dieses eine Elfmetertor besser. Und jetzt können wir heute Abend mit Ihnen eine schöne Feier, nämlich die Double-Feier feiern. Ich möchte einen Mann heute Abend besonders hervorheben. Das ist Pep Guardiola. Komm her, Pep. Wir haben jetzt 3 Jahre mit Pep erlebt. Das waren 3 großartige Jahre, kann ich Ihnen sagen. Wir haben viele Titel gewonnen, heute Abend war es der 7. 3-mal Deutscher Meister, 2-mal Pokalsieger, UEFA Supercup, FIFA Clubweltmeisterschaft. Was mich ein bisschen ärgert, muss ich nach wie vor sagen, ist, dass wir nicht noch eine Woche zusammenleben. Weil, wenn wir uns diese ganze Champions-League-Saison mal anschauen, ihr erinnert euch, Achtelfinale Juventus-Turin in München, 4-2 nach Verlängerung. Viertelfinale, Benfica-Lissabon, 1-0, 2-2. Dann das großartige Spiel in München gegen Atletico Madrid. Und eigentlich hätten wir es verdient, nächsten Samstag noch in Mailand zu sein. Das ärgert mich ein bisschen. Es waren 3 intensive Jahre mit Pep. Es waren 3 Jahre, die für den FC Bayern großartig waren. Nicht nur wegen der Titel, sondern ich glaube ganz einfach, wir haben von Pep auch viel gelernt. Wir haben viel gelernt auf dem Platz. Und ich weiß eins, kann ich euch sagen. Wir haben 2013 das Triple gewonnen. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Ohne Pep Guardiola hätten wir das Jahr danach nicht das Double gewonnen, die Clubweltmeisterschaft und den UEFA Supercup. Normalerweise fällst du nämlich nach so einem Jahr total in ein Loch und aus dem musst du dich dann erstmal wieder rauskämpfen. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, dank diesem Mann haben wir das Loch zum Glück nicht erlebt, sondern haben eine Erfolgsstory weiterhin beim FC Bayern erlebt, die seinesgleichen sucht. Und ich glaube, wir können heute Abend stolz sein. Stolz sein auf diese Mannschaft, die großartig ist vom Charakter her. Die nicht nur auf dem Platz, das seht ihr ja alle, Samstag für Samstag, Mittwoch für Mittwoch, Vollgas gibt, Titel in den letzten Jahren en masse eingefahren hat, aber die ganz einfach auch außerhalb des Platzes einen tollen Charakter hat. Das sind tolle Botschafter für Bayern München und ich glaube, das ist etwas, was wir genießen sollten. Bayern München, seine Mannschaft, seinen Trainer, das ist große Klasse und das verdient jeden Applaus. Vielen Dank. Und dann ganz zum Schluss, wir haben einen Mann, der ja immer in den Medien so als Guerrero, als Krieger gefeiert wird. Der hat jetzt um 12 Uhr Geburtstag gehabt. Arturo Vidal. Hey! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Arturo. Happy Birthday to you.
Rede, Rede. Vielen Dank. Stopp, das war noch nicht alles. Hier gibt's mehr vom FC Bayern. Wenn du nichts mehr von uns verpassen willst, abonniere unseren Kanal.